Oh moin Leute, willkommen zu meinem Plasma-Spritzen-Update. Ich habe hier mal jetzt eine größere, eine 50 ml Spritze genommen. Habe hier auch wieder einen Nagel reingehauen, reingepikst, ne? Und mit zwei Komponenten hat es abgedichtet, alles schön. Hinten habe ich hier so eine Spule aus Draht gemacht. Das soll eigentlich alle andere Elektrode sein. Das bringt noch ein bisschen mehr, also man sieht ja noch schöneres Plasma. Hier die altbekannte Ansteuerung oder Schaltung oder Trafo-Schaltung einer Plasmakugel. Ja, das Dumme ist, naja, es funktioniert eigentlich genauso gut wie die kleine Spritze, nur das ist immer so scheiße schwer, irgendwie das Vakuum drin zu erzeugen, also das rauszuziehen. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz da jetzt das Vakuum machen. Na, das ist immer echt mega schwer. Na, so, puh. So, ich habe jetzt hier hinten noch ein Loch drin, da habe ich einen Nagel, also jetzt habe ich hier drin ein Vakuum. Schließen wir das Ganze mal hier so an und auch mal Licht aus. So, ich mache hier noch einmal. Jetzt schon dunkel, jetzt mache ich mal das an. So, hier die Spritze und hier sieht man das schön, ne? Also ich finde, das ist echt irgendwie mega geil. Oder? Ich finde, das hat echt was. Ich frage mich, wie das, wenn man jetzt zum Beispiel so ein, keine Ahnung, so ein großes Glas nehmen würde und da ein Vakuum drin haben würde. Ich glaube, das würde auch geil aussehen. Mal in der Nähe, naja, so sieht man ganz leicht eine Schale, mich ran. Na? Naja, der Draht da unten, die müsste ich noch erden. Ja, nur so ein kleines Vakuum, was das ausmacht. Das ist geil irgendwie. Wenn man es auch so anfasst, dann geht das schön in die Hand. Ist halt auch, wie gesagt, irgendwie echt einfach nachzubauen. Man braucht eine Spritze, zwei Nägel und das war's auch, ne? Ein bisschen Komponentenharz sollte man nehmen. Na, jetzt war schön, das Vakuum da drin irgendwie. Also man sollte es nicht so lange machen und da das. Sonst. Oh, was war das? Hilfe! Naja, ich mache jetzt mal meine Spritze wieder. Warte mal, ich schließe jetzt mal hier hin, bevor das Vakuum entschwindet. So, jetzt mache ich mal wieder Licht an. Größenvergleich zu meiner alten Plasmaspritze. Ne? Ja, das war's. Ah, fuck, ey. Ich hab doch schön angefasst. Na geil. What the fuck, Mann? Naja. Jo, das war's dann auch wieder, ne? Ich werde wahrscheinlich noch ein Video machen heute. Bedini-Motor oder so. Naja, man wird informiert, ne? Ciao.